Guten Tag, mein Name ist Felix Rick, das sind unsere Gameswelt News und es ist Freitag, das heißt, das Wochenende steht vor der Tür und es gibt eine neue Folge Inside Coin. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch die reinzieht, die ist richtig, richtig fett geworden. Doch jetzt zu unseren Nachrichten. Zum einen gibt es ein bisschen was zu Call of Duty Modern Warfare. Da gab es jetzt einen Patch, der hat neue Karten als auch einen neuen Spielmodi gebracht. Dann AO Tennis 2 wurde angekündigt, außerdem angekündigt The Stretchers für Nintendo Switch, das jetzt auch gleichzeitig erschienen ist. Und zum neuen Project IGI-Spiel, da gibt es einen neuen Trailer und der finale Name steht fest. Aber man wird sich noch ein bisschen gedulden müssen, bis das Spiel erscheint. Go, go, go! What's the plan? Bereits gestern hatte ich Call of Duty Modern Warfare in den Nachrichten. Da sollte ja schließlich ein Patch kommen in den nächsten Tagen, der einige Verbesserungen bringt. Und diese Verbesserungen sind jetzt da, weil der Patch da ist. So wurde jetzt die Lautstärke der Schritte angepasst, die Claymores wurden entschärft und auch das automatische Callout-System wurde angepasst. Aber noch viel interessanter, zwei neue Karten sind dazugekommen. Zum einen die Multiplayer-Map Shoothouse und dann noch die Ground War-Map Krovnik Farmland. Die könnt ihr jetzt spielen. Und dann ist noch der Modus Hardpoint dazugekommen, wo man Punkte erobern und halten muss, um dann Punkte zu bekommen. Kennt man ja schon aus vergangenen Teilen. Sehr, sehr spannend. Also zieht euch diesen Patch rein und genießt die neuen Karten. Letztes Jahr kamen ja einige Tennisspiele auf den Markt, unter anderem AO Tennis. AO steht dabei für Australian Open und da wurde jetzt ein zweiter Teil angekündigt, AO Tennis 2, und dazu gibt es dann auch einen Trailer. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil der Vorgänger nicht nur nicht gut war, sondern meines Erachtens richtig schlecht. Das Ganze, was man in dem Trailer sieht, sieht leider auch nicht viel besser aus. Gerade die Animationen der Profis sehen nicht wirklich aus wie die echten Profis, sieht noch nicht mal richtig aus wie professionelle Tennisspieler. Das Ganze wird im Januar erscheinen, da bin ich mal gespannt, ob das dann irgendwie besser wird als der Vorgänger. Ganz überraschend wurde für die Nintendo Switch exklusiv The Stretchers angekündigt. Und nicht nur das Spiel ist auch gleich erschienen. Worum geht's? Nun, man spielt quasi zwei Ambulanzfahrer, die dann eben verletzte Personen einsammeln müssen. Das Ganze kann man natürlich auch im Koop-Modus spielen. Sieht sehr, sehr spaßig aus. Wird entwickelt oder wurde entwickelt von den Tarsier Studios. Die kennt man. Die haben zum Beispiel Little Nightmares gemacht. Das Ganze ist bereits jetzt schon erhältlich. Kostet 20 € und gibt's, wie gesagt, exklusiv für die Nintendo Switch. Einige von euch können sich vielleicht noch an die Project IGI-Serie erinnern. Da gab es den ersten Teil im Jahre 2000, der zweite folgte dann im Jahre 2003. Und vor geraumer Zeit wurde da eine weitere Fortsetzung angekündigt. Da weiß man jetzt mehr zu, weil es einen neuen Trailer gibt. Das Ganze wird ein Prequel und IGI Origins heißen. Das wird ein Spiel, bei dem es vor allen Dingen um Taktik, Stealth und coole Gadgets geht. Der Entwickler ist Antimatter Games, die haben zum Beispiel Rising Storm 2 Vietnam gemacht. Allerdings gibt es einen kleinen Haken an der Sache. Das Spiel soll erst im Jahre 2021 erscheinen für PC, PlayStation 4 und Xbox. Und wenn es dann erst so spät kommt, dann wahrscheinlich auch für die neuen Konsolen, meines Erachtens. Also muss man sich noch ein bisschen gedulden. Das waren die Nachrichten für heute. Wie gesagt, zieht euch die neue Folge Inside Coin rein. Teilt sie, hinterlasst mir einen Kommentar. Freue ich mich drüber. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.